Hallo Minecraft-Freunde, willkommen zu Pistenhaus 11. Ja, ich habe einen großen Backofen gebastelt. Das hier wird mein neues Pistenhaus. Hier hinten ein Topf mit Soße. Hier vorne eine Pfanne mit Spiegelei. Jo. Das sind so Leuchtdioden, die anzeigen, welche Herdplatte gerade an ist. Das hier zum Beispiel ist bei mir am Herd, ist das so eine Digitalanzeige. Da kann man dann sehen, welche Temperatur das hat oder einen Timer einstellen oder was auch immer. So, dann haben wir hier einmal für Umluft, dann für den Backofen, für die jeweiligen Herdplatten. Hier haben wir Pommes drin, Hähnchen. Und Steaks. Jo, hinten habe ich dann auch so ein bisschen eine Form hervorgerufen, weil bei mir am Backofen ist da hinten wie so eine Art, ja, Gitter. Das ist, nehme ich mal an, für die Umluft. So ist das zumindest bei mir am Ofen. Gut, dann schauen wir mal rein. Da habe ich auch schon ein bisschen was gebaut. Ich dachte mir, bei einem Ofen, bei einem solchen Backofen, womit fängt man da am besten an? Mit einem Restaurant. So. Erstmal Licht machen. Das ist hier dann die Empfangshalle. Hier hinten, da bin ich noch dabei. Da will ich einen Lift dann nach oben bauen. Ja, da ist aber noch nicht viel passiert. Und hier haben wir ein Restaurant. Ihr seht auch, ich habe mein Türsystem verbessert. Ja, man sieht bei der 3x3 Pistendoor jetzt gar keine Pistons mehr. Gut. Ja, machen wir mal Licht. So, das ist dann das reguläre Restaurant. Hier hinten dann, das ist dann so eine Art Theke, wo man sich dann Kuchen holen kann oder was auch immer. Dann hier auf der Seite, da haben wir dann für größere Gesellschaften, ja, können da mehrere sitzen. So, hier haben wir das den VIP-Bereich. Moment mal, Licht anmachen. Ja, das ist dann der VIP-Bereich. Hier ist der VIP. Gut, dann mal weiter. Eine Küche haben wir ja auch gebaut. So. Hier auch mal das Licht einschalten. Überall diese Fledermäuse. Unglaublich. So, hier haben wir wieder viele Öfen, viele Schränke, große Dunstabzugshaube. Jo, mehr habe ich hier nicht gemacht an der Küche. Jo, das war's dann soweit erstmal zu dem ersten Part von Pistenhaus 11. Jo, ich hoffe, es gefällt euch. Könnt ja in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.